Noch genau 4 Wochen, dann sollen hier wieder Badegäste ihre Bahnen ziehen. Um das zu ermöglichen, arbeiten Tim und sein Team aktuell auf Hochtouren daran, das Nürnberger Westbad wieder auf Vordermann zu bringen. Gerade reinigen wir das Becken einmal grob durch. Einfach die Algen, damit die durch die Sonne dann nicht ins Edelstahl reinbrennen. Damit es einmal schon mal optisch sauber ist. Anschließend werden die Becken noch mit Reinigungsmittel gesäubert. Dann geht es auch schon daran, das Becken zu befüllen und die Technik in Betrieb zu nehmen. Aktuell arbeiten neben Tim 2 weitere Festangestellte sowie Azubis im Bad. Der Personalmangel ist auch hier ein Thema, aber ist dadurch die Freibadsaison in Gefahr? Der Fachkräftemangel im Bäderbereich, der ist auf jeden Fall da und wir spüren das auch seit einigen Jahren und es wird auch von Jahr zu Jahr schlimmer. Die Freibadsaison sehe ich jetzt nicht in Gefahr, weil wir das dann doch immer irgendwie gebacken kriegen und im Sommer gehört das Freibad einfach dazu und genau. Aber es wäre schön, wenn sich noch einfach Leute, die gut schwimmen können, auf Stellen bewerben. Eine von ihnen ist Angela. Die 21-Jährige ist durch ein Praktikum auf den Beruf gestoßen und absolviert seit September letzten Jahres ihre Ausbildung im Westbad. Ich habe schon als Kind geliebt zu schwimmen und so weiter. Also Wasser ist so mein Element so. Und ja, halt so der Kundenkontakt. Es ist einfach auch so vielseitig. Ich meine, es ist mal an der Kasse, mal Kundenbetreuung, mal Wasseraufsicht, mal unten in der Technik Filterspülung oder irgendwas rumwerkeln, weil da irgendwas kaputt gegangen ist oder irgendwie sowas. Also sehr vielseitig und das war mir halt wichtig. Unattraktive Bezahlung, hohe Arbeitsbelastung und Arbeitszeiten am Wochenende und Abend. Das hält viele von einer Ausbildung zur Fachkraft für Bäderbetriebe ab. Dabei hat die 3-jährige Ausbildung so einiges zu bieten. Man lernt halt alles so, was so das Wasser angeht. So zum Beispiel, jetzt machen wir hier auch sauber, das lernt man, weil man muss es ja auch können. Man lernt viel Chemie auch so, wegen Chlor, pH-Wert und so weiter. Man lernt natürlich auch Schwimmen, das Retten. Man lernt auch viel so MFK, also medizinische Fachkunde, so wenn jemand sich verletzt oder irgendwie sowas. Ja, und die ganzen Schwimmarten genau, also auch theoretisch so, was die Druckphase ist und alles drum und dran. Also man lernt eigentlich alles, was so im Schwimmbad gemacht werden muss. Um Fachkraft für Bäderbetriebe zu werden, werden ein Schulabschluss sowie gute Schwimmkenntnisse vorausgesetzt. Für die Zukunft wünscht sich Tim, dass noch mehr Leute in sein Team kommen, damit die Nürnbergerinnen und Nürnberger auch eine wirkliche Freibadsaison bekommen.